ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog. Warte, Lina, warte. Lass uns erstmal die Sachen zeigen, ja? Und zwar haben wir eine Box bekommen. Das ist die Online-Apotheken-Box. Ich zeige euch die mal. Die sieht so aus. Die gibt es leider nur alle 3 Monate. Dafür ist die Freude natürlich groß, wenn sie da rankommt. Und ich weiß nicht, was drin ist. Ich habe sie gerade bekommen. Otzisch? Und zwar sieht das so aus. Lina, warte. So. Sollen wir das zusammen auspacken? Langsam. Okay. Und zwar. Wow! Das ist alles drin. Das will ich euch aber jetzt noch nicht zeigen. So, willst du das zeigen? Was ist das? Ein Nasenbalsam. Von Zirkulin. Einmal das hier. Da bin ich mal gespannt. Dann haben wir hier eine Gratisprobe Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin B12, L-Glutamin und L-Serin. Was ist das? Ein Nasenspray mit ätherischen Ölen und Dexpanthenol. Hat die Göstel? Brille tut böne? Einmal das. Wow. Dann haben wir hier OBs von Plexia. Ich benutze keine OBs, aber ich denke mal, das kann man ja schön verschenken. Dann haben wir hier Aronia Plus, das Plus für ihr Immunsystem mit Zink und Seelen. Neu, jetzt probieren. Okay, das habe ich noch nie gehört, da bin ich auch mal gespannt. Ich lese mich da gleich mal durch. Dann haben wir hier Magnesium Typ Apfel. Das ist sehr gut. Oh, das wollte nämlich vorgestern, als wir beim DM waren, Magnesium-Tabletten kaufen. Und ich dachte, wir haben welche zu Hause und habe gesagt, kauf keine. Dann hat er natürlich keine gekauft. Jetzt kann er die hier benutzen mit Apfelgeschmack. Warte, Lina. Was ist das denn? Was ist das? Das ist so ein Kasten. Da ist bestimmt, warte, da sind bestimmt Pflaster oder so drin. Ja, eine Pflaster, guck mal, da sind Pflaster drinnen. Zeig ich das mal. Sehr viele Pflaster. Da sind da große Pflaster drin, Hautpflegegel und so eine Pinzette. So eine Zeckenpinzette ist das, glaube ich. Wow, das ist ja voll cool, ne, Lina? Übrigens, die Box kostet nur 9,99 Euro. Das ist nichts. Das ist wirklich nichts. Also, das ist ein Geschenk. Ich will gar nicht wissen, wie viel das alles hier wert ist, was hier drin ist. Das packen wir mal wieder schön ein und das kommt direkt in meine Tasche. Dann haben wir hier eine Intensivcreme von Optolint. So eine Probe. Oh, so ein Pröbchen. Lina, Atschma, das sollst du nicht aufmachen an dem. Dann haben wir hier was. Maßnahmen für zu Hause. Erste Hilfe Nasenbluten, Erste Hilfe bei Fremdkörpern im Auge. Erste Hilfe bei Platzwunden. Sehr, sehr gut. Ich muss diese Box herrichten wieder. Oder ich mache daraus eine Apothekenbox. Dann haben wir hier Otomol Immun. Was ist denn das? Okay, ich weiß nicht, was es ist. Ist ein diätisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. Ja, Schatz, ich habe meine Tage. So what? Dolomin für Frauen. Das passt gerade perfekt zu mir. So, dann haben wir hier einen Zahnpasta von Gum. Dann haben wir hier Nahrungsergänzungsmittel, Haarkraft. Ah, das ist sehr, 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 sehr gut. Da sind 60 Tabletten drin. Biotin und Zink tragen zur Erhaltung normaler Haare bei. Das ist sehr gut. Das werde ich auf jeden Fall nehmen. Dann haben wir hier von Freiöl ein Pflegeöl. Das habe ich damals in meiner Schwangerschaft benutzt. Dann haben wir hier zahnärztlich getestet. Zahncreme Minoral. Einmal das hier. Leute, hier ist echt viel drin. Damit, also mit so viel habe ich echt nicht gerechnet. Okay. Lina, jetzt hast du irgendwas raus. Achso, hier, Handcreme mit Jojobaöl. Willst du das mal kurz zeigen? Von Enzbona.
Für die ganze Familie. Multivitamin, Hehwert, Gummidrops, Nahrungsergänzungsmittel. Ja, wow. Was ist denn? Kinder von 4 bis 10 Jahren lutschen, kauen einen Drop täglich. Das sieht so aus. Voll schön verpackt. Ist aber noch zu. Und da sind dann so Gummidrops drin. Dann haben wir hier einen von Kyta Wärmebalsam. Wärmt Rücken, Nacken, Schulter. Das ist auch perfekt für Audet. Der hat ja immer, fast jeden Tag Rückenschmerzen. Dann haben wir von Eucerin Elastici Filler. Das ist, ich glaube, so eine Tagescreme von Eucerin. Das werde ich dann meiner Mutter schenken. Sie liebt die Produkte von Eucerin. Okay, jetzt fokussiert der nicht. Dann haben wir hier Lactostop bei Laktoseintoleranz. Das werde ich natürlich nicht benutzen, da ich das nicht habe. Dann haben wir hier eine Waschlotion für Pflege von. Und hier ist eine Mundspülung von Salvia Galen. Madaus, okay. Die Leute, ich und meine Apothekensprache hier, ne? Und hier ist noch so eine Box. Wahres Leben, Teekollektion in Bio-Qualität. Das ist auch gut zum Verschenken. Ich mache das mal trotzdem auf. Hey! Nina! Schnell weg! Weg, 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 weg! Weg da! Okay, Lina hat jetzt hier die Waschlotion verschüttet. War ja klar, dass sowas kommt. Tja, wenn Mama verpeilt ist und redet, geh mal weg. Ich muss das kurz sauber machen. Genau, und dann haben wir hier nochmal Tee. Das wollte ich einfach aufmachen. Lina, lässt du was jetzt bitte? Dankeschön. Nein. Mama hat Nein gesagt, Lina. Nein. Nein. Ich mache das mal nur von der Seite hier auf. Dann kann man das auch schön verschenken. Nina, Hayesh. Hayesh. Moment, Leute. Ich packe das erstmal hier alles wieder zusammen, bevor sie jetzt hier noch Sachen aufmacht. Hey! Mama hat Nein gesagt und du machst immer noch die Sachen auf. War jetzt nicht so schlau, das neben Nina zu öffnen. Aber ich wollte euch das zeigen. Guck mal, du nimmst einmal die Cremes, ne? Weil du weißt, dass du das aufbekommst. Nee, 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 Kind, nein. Nee, 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 nee. Ich finde, hier ist echt sehr, 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 sehr viel drin. Für 9,99 Euro hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier so viel drin ist. Okay, wie kriege ich das auf? Ich finde, die Box ist voll hochwertig. Ach, hier sind dann so verschiedene Teesorten drin. Lässt du das bitte? Genau. Also hier haben wir dann großes Glück. Genau, hier sind dann verschiedene Teesorten drin und das werde ich auch verschenken. Ich selber trinke ja keinen Tee, von daher. So, also ich werde die Seite auf jeden Fall unten verlinken und ich werde die Box auf jeden Fall nachbestellen. Also für 9,99 Euro ist es nichts. Nichts. Aber wie gesagt, die Box gibt es nur alle 3 Monate. Damit ihr Bescheid wisst. Übrigens, ihr Lieben, ich habe bei H&M bestellt. Die Bestellung kam gestern an, das kann ich euch auch sofort zeigen. Eigentlich habe ich für Hakan bestellt. Für mich, Audel und ja, für meine Mama. Ich habe ganz normale Unterhosen bestellt. Dann habe ich ein Pyjama bestellt. Genau. Jetzt habe ich wieder... Ich habe auf jeden Fall für mich ein Pyjama bestellt. Der war runtergesetzt auf 2,99 bei der Kinderabteilung. Und zwar, Leute, dieser Stoff ist richtig, richtig weich. Ich habe ihn jetzt in 170 bestellt. Ja, 164 hätte mir natürlich nicht gepasst. Und das hat dann so eine kurze Hose, bei der weiß ich gar nicht, ob die mir passt. Mein Becken ist ein bisschen breiter. Dann habe ich für Lina hier so einen Schlauchschal bestellt. Der war runtergesetzt auf 4,99 oder 3,99. Das ist perfekt jetzt für den Winter. Dann habe ich mir dieses Oberteil bestellt. Auf dem Foto sah das voll lang aus. Und dann habe ich mir das in S bestellt. Aber das ist so ein Crop-Top. Meiner Meinung nach. Also man sieht auf jeden Fall meinen Bauch. Deswegen werde ich das morgen zurückgeben. Morgen ist Freitag. Nee, Samstag. Weil Samstag wollte ich mit Hakan weg. Vorher fahren wir bei den Arkaden. Dann zeige ich euch mal, was ich für Hakan bestellt habe. Dreimal diese Boxershorts, die waren auf 3,99 plus 20% für die Männerabteilung. Insgesamt haben wir 10 Euro bezahlt für 9 Boxershorts und ich finde das okay. Also die Boxershorts von H&M sind wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir für meine Mama diese Hose bestellt, die war runtergesetzt auf 5,99.
Und dieses Oberteil war runtergesetzt auf 9,99 €. Dann habe ich für Audio noch etwas bestellt. Das hat ihm auch perfekt gepasst. So eine kurze Hose, ich zeige euch die mal. Übrigens im Hintergrund läuft irgendwas auf YouTube. Moment. Genau, und dann war hier noch diese Hose bei H&M runtergesetzt auf 4,99 € plus 20% habe ich dann 3,99 € bezahlt und die Hose ist wirklich sehr, sehr gut. Also Audel war sehr zufrieden, der meinte, ich kann es auch beim Fußball anziehen. Und ja, das war's auch. Insgesamt musste ich jetzt nicht viel überweisen, ohne dass ich euch jetzt hier die Anschrift zeige. Hier, 68,48 €, genau. Tja, das war's auch. Wie geht's euch so? Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich glaube, der letzte Vlog kam vorgestern jetzt, oder? Ich weiß gar nicht. Da, wo wir Hakans Bleibe gezeigt haben. Und für die, die neu auf unserem Kanal sind, Hakan studiert, also studiert, macht seine Ausbildung da. So, übrigens hat Lina Legos bekommen von meiner Kindheit, also aus meiner Kindheit. Und ich musste die waschen, weil die waren im Keller. Jetzt sieht es bei uns hier so aus, im Bad. Und Leute, ich bin gestorben. Also die komplette Kiste war voll. Ich weiß jetzt nicht, ob das so trocknet, aber ich hoffe schon. Und ich wollte mal einzeln sortieren in Tütchen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die 1-Liter-Tüten reichen für jeweils eine Farbe. Ich denke nicht. Mal schauen, wie ich das mache. Auf jeden Fall sind die hoffentlich jetzt trocken. Ich muss auch gleich duschen. Und ich werde heute Blumenkohl machen, glaube ich. Aber hat keine Lust auf Fleisch. Deswegen gibt es bei uns heute Blumenkohl, hatten wir aber auch wirklich lange nicht mehr. Auch wenn das in jedem Video-Vlog vorkommt. So ihr Lieben, es geht weiter mit dem Vlog. Wir werden jetzt von Mama abgeholt, wir wollten ein bisschen in die Stadt spazieren. Aber vorher wollte ich euch zeigen, was wir für Audel benutzen für seinen Rücken. Wir hatten ja schon mal so ein Massagegerät, aber der war nicht so gut. Jetzt wollten wir diesen hier ausprobieren. Der ist von Nursal. Ich verlinke euch da den mal unten in der Infobox, Leute. Der ist sowas von günstig. Der ist momentan runtergesetzt. Der hat verschiedene Aufsätze und das Gerät ist schon ein bisschen größer. Ich zeige euch das mal kurz. Also ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Das vibriert sowas von stark. Das ist sowas von gut. Anne! Ja, Anne. Ja, das gehört Anna, Anne. Ohne gibt Chantal. Komm. Komm, Chantal. Ich benutze diesen Aufsatz sehr, sehr gerne. Also, wenn ihr Rückenprobleme habt, Leute, kann ich euch das nur empfehlen. Dann macht ihr das hier ganz normal dran. So. Dann könnt ihr das hier einstellen. Hört ihr das? Und Leute, das ist sowas von geil. Oh, hört ihr das? Das ist so ein starkes Vibrieren. Ja, ne. Mhm. Oh, das ist so schön, Leute. Wenn Anne das bei mir macht, bin ich voll am Vibrieren am ganzen Tag. Ja, das hat verschiedene Aufsätze. Und ich wollte euch das einfach nur mal so empfehlen. Ich finde das super gut. Also ihr müsst wirklich nicht viel Geld bezahlen. Ich glaube, der kostet zwischen 20-30 €. Der ist wirklich runtergesetzt gerade. Den verlinke ich euch auch. Und ja. Sieht so aus. Genau. Also Audel ist sehr, sehr zufrieden damit. Ich habe ihn noch gestern damit massiert. Das Gute ist, ihr könnt auch euer Rücken mit Öl eincremen und dann das Ding auch so benutzen. Wir haben es jetzt bis jetzt nur einmal gemacht. Man muss halt nur darauf achten, dass man danach hier diese Stücke auch ordentlich reinigt. Genau. Das wollte ich euch nur mal so ans Herzen legen. Falls ihr auch noch ein Massagegerät sucht für euren Rücken oder für euer Hals. So. Genau, wir haben uns jetzt auch fertig gemacht. Wir fahren auch jetzt los. Hakan ist jetzt auch da und dann mal schauen, was wir machen, wohin es geht. Bist du fertig? Bist du fertig? Warte.
Zicke. So, ihr Lieben, wir haben jetzt Hakan abgeholt und ich muss kurz seine Sachen nach Hause bringen. Also hochbringen. Das heißt abgeholt. Also, der ist jetzt angekommen mit dem Taxi. Und ich bringe jetzt kurz die Sachen nach Hause. Ich fahre noch los. Übrigens fahren wir morgen mit Hakan und Audel zusammen irgendwo Fischer rauchen. Wir wissen noch nicht wo. Wir lassen uns überraschen. Und wenn ich morgen vlog, werdet ihr das sowieso sehen. Und mal schauen. Wir wollten morgen einen Tag zu dritt machen, bevor Audel arbeitet morgen. Genau. Aber jetzt fahren wir erstmal in die Stadt und ich nehme euch mit. Die Spanne sieht voll hässlich aus. Wir waren kurz bei Kaufland. Ich habe ein paar Sachen gekauft, das zeige ich euch aber dann morgen. Genau, morgen vlog ich ja, mache ich einen neuen Vlog. Ja, Hakan ist heute in Köln, habe ich euch ja gesagt. Und habe da gerade eine Sprachnachricht geschickt. Moment. 2-3 Tage, ich höre keine Musik an, weil diese Scheiße kaputt ist. Gewesen, ja. Auf jeden Fall besser als die Tage. Ja, das ist doch sehr gut. Dann hast du auch was zu tun. Wir wollten ein bisschen live gehen mit Hakan auf YouTube. Also gleich, mein Handy muss ein bisschen laden. Ich habe nur 17%. Genau. Also Hakan ist jetzt hier bis Sonntag. Und ich wollte heute hier schlafen. Wir waren heute in der Stadt bis 19.30 Uhr oder so. Lina hat einen Hund bekommen von meiner Mama. Ich zeige euch das mal. Oh, Scheiße.
Übrigens schläft Lina seit einer halben Stunde. Wir haben jetzt 11.30 Uhr. Sie hat diesen Hund bekommen. Hallo. Der hat 17 Euro gekostet. Von TK Maxx, für die, die fragen. Das ist von Paw Patrol. Ich kenne diese Kinderserie nicht, aber ich weiß, dass sie momentan sehr beliebt ist. Aber der ist so süß. Ich würde niemals dafür 17 Euro ausgeben, ehrlich gesagt. Außer Lina, es gibt jetzt einen besonderen Tag. Aber Omas halt, ne? Und hast du was? Bist du froh, dass du hier bist? Ja. Okay, Schatz, dann, wenn was ist, schreibe ich Haken, okay? Warte bis später. Ich werde dich beobachten, also. Also, Audel beobachtet mich jetzt, während wir gleich live sind. Genau. Übrigens, momentan kommen sehr viele neue Zuschauer dazu. Dafür wollte ich mich auf jeden Fall bedanken. Und es wird bald wieder eine Verlosung geben. Das kann ich euch schon mal sagen. Genau. Bei 8000 Abonnenten wird es auf jeden Fall eine Verlosung geben. Wieder Beauty-Sachen. Typisch Emmel. Aber ich freue mich schon. Genau. Willst du noch was sagen? Ich hoffe, dieser Vlog war nicht so langweilig. Ich werde euch auf jeden Fall diese Apothekenbox unten verlinken. Dieses Massagegerät. Oh, das wäre jetzt perfekt, wenn das jetzt hier wäre, hätte ich das bloß mitgenommen. Das verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Und ja, wir haben heute wieder ein paar Sachen bestellt auf Amazon. Ich habe übrigens wieder für Lina diese Sicherheitsdinge bestellt für die Schränke. Weil sie nimmt momentan alles auseinander. Genau. So, ihr Lieben, wir würden sagen, wir gehen jetzt live und. Was willst du tschüss sagen? Ja? Tschüss. Oh, wir hoffen, wir sind tschüss. Don't you know we're getting old for this game? So why you keep playing, boy? Walking around.